Was geht ab? Zu spät? Es ist 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Allein? Scheiße. Hast du eben noch dicke Töne gesprochen? Ich muss dir lauter drücken. Arschloch, halt die Fresse. Ich hab Pippi in. Ich auch, ich bin voll dringend Ullen. Ich springe die ganze Zeit auf den Schlüssel. Oh, mein Handy hoppt sich nicht. Was geht ab, Jo? Wir sind zu laut. Okay. Es ist 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Allein? Ja, mein Budget war klein. Na fein, herein, willkommen in dem Fein. Ich wette, heute machen wir erneut fette Beute, treffen sollte Bräute und Autalette Leute. Warum da an Trauern? Wow! Schaut euch diese Frau an. Schande, dazu bist du imstande? Komm, ist dein Herz allerliebst aus dem Land und du hängst, denkst, längst an eine andere. Was soll ich denn heulen? Ihr wisst, dass ich meiner Freundin treu bin. Ich bin brav, aber ich traf eben mein First Love. Ich darf so nur im Schlaf, doch auch sie war ich schon immer scharf. Hab oh den Blick an, den sie mir eben das Zimmer warf. Oh mein Gott, was hat der Trottel satt? What a pretty woman. Das Glück's mir die Dummen. Wenn ich die stummen Blicke schicke, sie wie rum in die Kicke, meint ihr, checkt sie das? Du bist durchschaubar wie Plexiglas. Sie kommen auf dich zu. Na klar, dass du Bock auf Schwerte rein. Ja klar, nein, ich mein, nein. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Nein. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Ich habe einen Freund. Ein guter? Sozusagen mein Bester und ich habe ein Problem, ich stehe auf seine Freundin. Nicht auf seine Schwester? Würde ich auf die Schwester stehen, hätte ich nicht das Problem, das wir haben, wenn er und ich und sie. Und sie kommt hinten mit auf die Pille Schwindelig. Sag ich, sie will nichts von mir, hat Schwindelig. Ich will sie, sie will mich, das weiß sie, das weiß ich. Nur mein bester Freund, der weiß es nicht. Und somit sitzt sie sozusagen in der Zwickmühle. Und das ist auch der Grund, warum ich mich vom Schicksal gefickt fühle. Warum hat er die schönste Frau zur Frau? Mit dem schönsten Körperbau. Und die ist schlau? Genau. Sie schreiben ihm neben die Augen, wie man sieht, was mit mir passiert und was mit mir geschieht. Er ist ein Scheidenengelchen und Teufelchen auf meiner Schulter. Engel links, Teufel rechts. Rechts, nimm dir die Frau, sie will es doch auch. Kannst du mir erklären, wozu man gute Freunde braucht? Halt, da will ich links. Schreit der Engel von der Linken. Weißt du nicht, dass das scheiße ist, ein Lügner stinken? Und so streiten sich die beiden um mein Gewissen. Und ob sie es glaubt oder nicht, mir geht es echt beschissen. Doch während sich der Engel tut. Hä? Ey, das ist nur mein Text, schreib falsch. Hätte früh ein. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Nein! Du Ärsche. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Jetzt bin ich ein Knabenchor. Hey Schiff, was hast du heute Abend vor? Ich mach ihm meine Strophe fertig, pack meine 7 Sachen und dann werde ich mich zu meiner Freundin begeben, denn wenn man ehrlich gesteht, sind wir die deutsche ruhigen Arme eher spärlich gesehen. Aha. Damit bist du eingeladen auf das Beste aller Beste. Und wenn du nicht mitkommst, dann hast du echt was verpasst und mit Wunderst hast du fast die Ball des Jahrhunderts. Los hätte ich eigentlich schon. Oh, das klingt das Telefon. Hallo? Und sie sagt, es wäre schön, wenn du bei mir bleibst heute Nacht. Ich dachte, es wäre abgemacht. Ich liebe diese Frau und deswegen komme ich von der Traufe in den Regen. Was ist denn, Schiffmeister? Kommst du mit, du Kollegenschwein? Ja, nein. Ich mein, jein. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Jein. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Hier, ey, ohne Scheiß, ich denke, das ist mir eben erst aufgefallen. Ey, wir sind noch mitten im Lied. Oder hier, die singen hier. Doch während sich der Teufel und der Engel anschreien und bei mir steht. Doch während sich die beiden anschreien.